Ja, hallo, ich sitze hier mit der Künstlerin und Autorin Moshtari Helal. Und Moshtari, du hast ein Buch geschrieben, ein starkes Buch zum Thema Hässlichkeit, wo es viel auch um den Hass geht, um Ausgrenzung. Und ich möchte mit dir ein kleines Spiel machen und über Hässlichkeit sprechen. Und zwar haben wir hier, wurden uns Bilder vorbereitet, die wir nicht kennen, Klebestreifen, es gibt hier einen Schredder und da eine Wand. Und wenn du von einem Bild findest, das ist interessant, ob schön oder hässlich, egal, ich würde mir das zu Hause gerne hinhängen, dann nimmst du das und wir pinnen es dahin und sonst ab damit in den Schredder. Magst du anfangen? Ja. Okay. Was ist das? Das ist ein Albumcover von einer Metalband. Ja. Okay, offensichtlich soll mir das Angst machen. Und ich würde sagen, ich bekomme Angst bei diesem Bild. Und ich möchte es nicht tagtäglich sehen. Ich würde es schreddern. Also ein Schredder? Oh mein Gott. Sehr professionell geschreddert. Sehr dramatisch. So, genau. Okay. Jetzt komme ich dran. Wow, mein Gott. Oh, das ist der Blobfisch. Du kennst den? Ja, ja. Es gibt ja Hässlichkeit. Ist nicht nur dann ein Thema, wenn Menschen abgewertet werden, sondern auch ganz viele Tiere. Und bei dem Blobfisch ist es ja so, dass weil niemand den Blobfisch schön oder süß findet, wird er eher nicht gerettet. Also es gibt viele Tierarten, die total eher vom unfair, Aussterben ja? auch bedroht sind, weil die Menschen sich nicht genug für sie interessieren, behalten. Ich schenke dir den Blobfisch. Ja, den behalten wir. Den musst du jetzt da hinhauen. Ja. Ich hätte ihn geschreddert. Ich weiß, ich finde, das will ich nicht jeden Tag sehen. Ich rette den Blobfisch, aber ich will es nicht mit ansehen. Ich finde, er sieht ganz sympathisch aus. Ja. So. Oh, Kunst. Rubens. Theoretisch habe ich nichts gegen so ein Gemälde. Ich könnte es behalten, aber ich persönlich fühle mich nicht so angesprochen von europäischer Malerei. Ich schredder das. Insgesamt? Bestimmt blasphemisch, dass ich das zerschreddert habe. Auf jeden Fall, mindestens. Oh mein Gott, Ganzkörpertätowierungen plus noch irgendwelche, wie heißen die? Piercings überall. Sieht aber schön aus, farblich sehr schön. Ich würde mir das in meine Bünzli-Wohnung hängen. Aha. Ich glaube, das ist gut als Kontrast, als Herausforderung, als Challenge für mein Leben als Ganzes. Das nehme ich mit. Siehst du ihn als Kunstwerk? Ja, würde ich schon sagen. Ich weiß nicht, was er von sich selbst denkt, aber ich finde, das ist Kunst am eigenen Körper. Wahrscheinlich schon. Er hat sehr viel Zeit und Geld da hinein investiert. Ja. Ja. Vielleicht modelt er. Okay. Ach. Ich habe ein Foto von einem zusammengedrückten Bauch. Mhm. Hier ist noch eine Narbe. Und mit einer Narbe, vielleicht Kaiserschnittnarbe. Nach einer Schwangerschaft, ja? Ja, wahrscheinlich wurde entschieden, dieses Bild mit reinzunehmen, damit wir sagen, jeder Körper ist schön. Aber ich würde es mir trotzdem nicht aufhängen, weil ich nicht wüsste, warum ich den Körper eines anderen Menschen aus dem Kontext gerissen bei mir aufhänge. Weil ich sehe das nicht als Kunstwerk, sondern das ist fast schon wie so ein anatomisches Bild. Irgendwie ist es halt so eine kühle medizinische Klarheit, die mich jetzt nicht so anspricht, aber das ist das Bild. Das hat nichts mit dem Körper, der auf dem Bild ist, zu tun. So, ich ziehe nochmal. Oh, Kunst. Du bist die Künstlerin hier. Das ist Hieronymus Bosch. Ja. Toll. Also würde ich behalten. Ja, das behalte aber auch ich. Das ist nämlich total interessant, oder? Das ist gerade diese Grenzüberschreitung, diese Wesen, die man nicht einordnen kann, die zwischen den Arten sind zum Beispiel auch und so, total interessant. Okay. Nee, großer Fan, das muss man aufhängen. Er ist ja auch ein Klassiker, wenn es darum geht, sich mit dem Bösen und Hässlichen auseinanderzusetzen. Ja. Aber du sagst, in der Kunst ist es einfacher, mit dem Hässlichen umzugehen, aber beim eigenen Körper? Ja, weil in der Kunst geht es eher darum, dass etwas interessant ist, dass es provoziert, dass es anregt. Es ist auch immer dann am Ende ja trotzdem ein Objekt. Es ist oder etwas, was man betrachtet, wie ein Thema, mit dem man sich befasst. Du kannst alles zu Kunst. Ja, und es bleibt Fiktion, es bleibt Erfindung, Fantasien. Es ist nicht diese Leidensgeschichte eines Menschen dahinter dann, oder? Genau, der Mensch ist kein Bild und auch kein Objekt. Wir sind dreidimensionale Wesen, die durch das Leben gehen und auch die ganze Zeit Kontexte wechseln. Da ist es um einiges schwieriger, mit Hässlichkeit
besonders gesetzt auch umzugehen, weil du nicht kontrollieren kannst, wer dich sieht und wer mit dir umgeht und wohin du gehst. Das ist schwieriger. Wir sind kein Bild. Venus. Ich würde das zum Beispiel übermalen. Also das ist auch eine Sache, die ich ganz oft in meinen Zeichnungen gemacht habe. Die Kopie, nicht das Original. Wenn ich dürfte. Aber ja, also ich würde zum Beispiel hier als Künstlerin eine Übermalung stattfinden lassen. Ich würde sie um einiges behaarter darstellen. Sie sieht ja hier schon sehr unecht aus, wie so Porzellan. Aber es gibt auch viele Künstlerinnen, die dieses Gemälde ja auch wieder neu inszeniert haben und sich selbst zum Beispiel als Venus gesetzt haben, also diese Person auch ausgetauscht haben. Mhm. Von daher, wenn ich die Wahl habe, würde ich dann vielleicht eine neue Interpretation aufhängen und nicht genau das. Das heißt doch aufhängen und übermalen, oder? Aufhängen und übermalen, ja. Gut. Stimmt. Oh je Gott, Michael Jackson. Oh, das ist traurig. Operiert. Ja, das ist traurig, oder? Ich finde, das ist besonders traurig, weil es hier gerade also es gibt ja diese Theorie, dass er auch eine Hautkrankheit hatte und deshalb sich immer mehr dann auch weiß operiert hat. Aber die Nasenoperation deutet ja auch darauf hin, dass hier definitiv eine Auseinandersetzung mit Rassismus vorliegt und dass hier ein Mensch mit seinem eigenen Bild zu kämpfen hatte. Ich finde, das ist ein sehr trauriges Bild. Ich würde es deshalb schreddern, weil ich nicht daran erinnert werden möchte. Aber spielt ja auch eine große Rolle, dieser Kolonialismus in den Schönheitsidealen, in deinem Buch über Hässlichkeit und auch diese Selbstentfremdung, die Menschen dann haben. Im Iran zum Beispiel sagst du, so viele Frauen machen eine Nasenoperation, weil sie eine, Zitat, westliche Nase haben wollen. Ja, also ich schaue mir vor allem den eurozentrischen westlichen Blick an auf Schönheit und Hässlichkeit. Aber da wir in einer Welt leben, die kolonisiert wurde von westlichen Nationen, ist das schon sehr stark verbreitet. Oft wird das auch gar nicht mehr so unbedingt als europäisch angesehen, sondern ist schon fast schon verschwommen mit der Vorstellung von Status und Modernität. Das ist immer die Nähe zum Weißsein, die Nähe zum westlichen Erscheinungsbild. Und das muss nicht eine Realität sein, sondern es ist eine Idee, die sich dann alle anpassen wollen. Mhm. George Clooney lese ich. George Clooney. Oh ja. Jetzt bin ich gespannt, was du hier. Ich hab auf jeden Fall als Jugendliche gelernt, dass das einer der attraktivsten Männer unserer Gesellschaft ist. Und aus nostalgischen Gründen würde ich ihn aufhängen. Ja, das erinnert mich an meine Jugend. Sehr schön. Ja, dann hängt ihr den George Clooney mal auf. Ich mach mal weiter. Uff. Siehst du das? Mhm. Sieht nach einem Laufsteg. Model aus mit einer Prothese, ja, mit sehr einer kunstvollen Prothese, extravaganten Prothese, sehr extravagant. Ja. Würde ich mir, glaube ich, nicht aufhängen. Mhm. Weil es mir zu didaktisch ist, glaube ich. Da wird mir gesagt, ich soll das auch schön finden müssen und zulassen müssen, diese Diversität, die wir auch in der Modeindustrie immer mehr sehen und so weiter. Aber es hat halt auch was Ambivalentes, kann sich nicht jeder leisten, dann die Prothese so zu zeigen. Gewisse werden dann auch irgendwie gemobbt und diskriminiert. Ich weiß es nicht, finde ich schwierig. Was denkst du? Also ich finde es an sich eigentlich ja positiv und auch interessant, dass die Modewelt sich öffnet für Diversität und auch unterschiedliche Körper inszeniert, auch extravagant inszeniert. Ich würde mir das Bild aber auch nicht aufhängen, weil ich es ein bisschen befremdlich finde, dass der obere Teil des Menschen fehlt und dieser Fokus, wie du meintest, ein bisschen zu gewollt gesetzt ist. Es wirkt so leicht voyeuristisch. Würde vielleicht der ganze Mensch mit drauf sein? Vielleicht dann schon. Schreddern. Alter Mann. Alter Mann. Ja, er sieht nett aus. Also, ich würde ihn aufhängen. Ja, und ich meine, all diese, das Gesicht ist ja sehr gezeichnet vom Leben und diese Haut mit diesen, ich mag diese Art von Schönheit. Also läuft Gefahr, etwas Klischiertes zu haben, natürlich, von diesem weisen Mann, lebenserfahren und so.
Aber ich finde es total nachvollziehbar, dass man in diesem Bild Schönheit sieht, in solchen Gesichtern Schönheit sieht. Ich sehe. Und deshalb bei dir auch ein wichtiger Punkt, das Alter und dass es zum Leben gehört und dass die Schönheit manchmal auch etwas Lebensfeindliches hat und sie den Tod verdrängt und die Vergänglichkeit und so. Ja, ich würde dir zustimmen. Ich sehe da auch vor allem einfach ein gelebtes Leben und ich würde mich gerne mit diesen Menschen unterhalten und erfahren, was dieses Gesicht alles erlebt hat. Mhm. Und ich finde gezeichnete Menschen als Zeichnerin, aber auch gezeichnete Menschen, Leben. Wo Gesichter, ja genau, gezeichnet sind vom Leben, interessant und eher das, was mich auch inspiriert. Körperbehaarung steht da. Mhm. Ah ja, okay, ein Model mit Sonnenbrille. Und wo ist die Körperbehaarung? Irgendwo bei den Beinen, wenn man genau hinschaut. Ja, nicht rasierte Beine, sieht man hier. Ist auf jeden Fall irritierend, weil man so viele Models sieht, die einfach perfekt rasiert sind, überall. Und deswegen würde ich mir das, glaube ich, aufhängen, obwohl hier hinten sehr viel Werbung gemacht wird für irgendwelche Firmen, wo ich niemals etwas kaufen würde. Aber ich glaube, als Ansporn und als Irritation, obwohl ich eigentlich weiß, dass es völlig okay ist, weil man es dort trotzdem in diesen Kontexten zu selten sieht, würde ich es aufhängen. Ja, ich bin auch auf jeden Fall für Normalität. Also man sollte es normalisieren, dass Menschen Körperhaare haben. Ja. Auch wenn ich finde, es gibt einen tatsächlich trotzdem in der Wertung, unserer gesellschaftlichen Wertung, einen qualitativen Unterschied zwischen heller und dunkler Körperbehaarung, sichtbarer und nicht sichtbarer. Und es ist dann um einiges leichter, zum Beispiel finde ich, für eine weiße, normschöne Frau mal als Akzent, als Provokation, sich die Beine nicht zu rasieren. Und es wird nicht direkt vielleicht mit fehlender Hygiene auch assoziiert. Das wird ganz anders gedeutet, ganz eine andere anders. Linse. Und auf einem roten Teppich als Celebrity kann man auch einige Regelbrüche setzen. Ich kann mir vorstellen, dass das in anderen Berufen in anderen Kontexten sehr viel schwieriger ist, wo Menschen sich nicht leisten können, auch nur in die Nähe der fehlenden Körperhygiene assoziiert zu werden. Guter Punkt. Kim Kardashian. Kim Kardashian? Was steht hier noch? Brazilian Butt Lift. Brazilian Butt Lift. Der große Po. Ja, sehr kontroverses Thema natürlich, weil das eine der gefährlichsten Operationen auch ist und viele Menschen ja auch durch diese Operation vor allem günstige, schlechte Versionen dieser chirurgischen Eingriffe auch sterben oder Blutvergiftung erhalten. Ich denke am Ende, ich hasse Kim Kardashian nicht, weil ich finde, unser Verständnis dieser Person muss sich ändern. Ich denke, sie ist halt auch nur ein Symptom unserer exklusiven Art, mit Schönheit und Popularität umzugehen. Wir als Gesellschaft produzieren Kim Kardashian und sie zwingt uns nichts auf, sondern wir haben sie ja auch mitproduziert. Sie reagiert eigentlich nur auf unsere Marktlogik, auf unsere Aufmerksamkeitsökonomie. Sie arbeitet ja auch hart dafür. Ich finde, das sollte man halt auch nicht kleinreden. Für mich ist sie wie so eine Bodybuilderin oder Körperkünstlerin, die sehr viel Zeit und Arbeit investiert, um diesen Mythos Kardashians aufrechtzuerhalten. Und solange wir sie füttern mit Aufmerksamkeit, wird sie ja auch ein Leben lang darauf reagieren müssen. Also ist sie also nicht unbedingt eine Täterin. Vielleicht mit auch dieser Begründung würde ich sie aufhängen, Moshtari, wenn du sie mir schenkst. Sonst kannst du sie aufhängen. Ich hänge sie auch, ja. Und ich finde auch wichtiger, dann eher eine systemische, kollektive Antwort zu finden, als sie zu verteufeln, als der Ursprung unserer ganzen Schönheitsideale. Tess Holliday, Plus-Size-Model. Mhm. Kennst du die? Nein, aber es gibt ja sehr viele mittlerweile. Ich finde das Kleid hässlich, mit diesen Erdbeeren. Deswegen würde ich jetzt das, glaube ich, nicht aufhängen. Schwierig. Ja, also eigentlich thematisch haben wir es da bei dem anderen ja schon. Ja, genau. Also diese Ausweitung des Schönheitsideals auch in der Modeindustrie ist sicher zu begrüßen. Jetzt als Bild aufhängen würde ich es, glaube ich, nicht. Deswegen zum letzten Mal schreddern. Oh. So, wir sind noch nicht ganz durch. Jetzt nämlich, Moshtari, musst du dich entscheiden für ein Bild, das du nach Hause nehmen darfst.
das hier hängt. Ich würde den Blobfisch nehmen. Ja, weil ich glaube, dieses Bild erinnert mich an sehr viele Dinge, an Empathie. Also fordert von mir Empathie und erinnert mich auch daran, dass ich eine gewisse Verantwortung auch damit habe. Also wem ich Aufmerksamkeit schenke, wessen Existenz. Und als bedrohte Tierart werden wir auch daran erinnert, dass diese Entscheidungen existenzielle Entscheidungen sind. Und aufgrund von oberflächlichen Kriterien. Und ja, über Leben und Tod der Menschen und Tiere auch mitentscheiden. Und diese Erinnerung möchte ich mitnehmen bei diesem Fisch. Und um ehrlich zu sein, ich verstehe nicht, warum das mit Hässlichkeit verbunden sein soll. Ich finde, das... Doch, das verstehe ich schon, ehrlich gesagt. Ja? Also da ist ein gewisser Ekel da, auch eine Komik in diesem Gesicht, ehrlich gesagt. Aber gleichzeitig auch die Tragik, weil er kann ja gar nichts dafür. Ist einfach so. Aber dieses Schleimige, erfüllt ja alle Ekelkriterien, die du kennst, alle Hässlichkeitskriterien. Sieht natürlich auch so menschlich aus, aber so deformiert irgendwie. Aber also auf jeden Fall, ich kann es gut nachvollziehen, dass du den nimmst. Ich hätte ihn, glaube ich, auch genommen, wenn ich zuerst gewählt hätte. Ja? Ja. Weil er dich so überrascht und weil er dich so provoziert. Weil ja, ich ja. merke schon genau. In der Zusammenfassung, ich kann nicht mehr dass wegsehen. Du alle Schlagwörter, die eigentlich synonym sind mit hässlich, verwendet hast. Ja. Ja, soll ich das jetzt einpacken? Okay. Ja. Ich glaube, ich nehme Kunst. Kein Tier und kein Menschen, sondern Kunst. Das ist unverfänglicher und ich nehme den Bosch, den Klassiker. Hier oh, das Bosch. Ist eine sehr einfache Antwort. Du hast zuerst den Klopfisch genommen. Nee, ich finde, darin kommt eben auch diese Hassdimension ganz gut zum Ausdruck und auch diese Angst vor diesem anderen, fremden, nicht kategorisierbaren, dass gerade die christliche Religion dann in die Hölle und so weiter, die haben das natürlich ausgeschlachtet und vermarktet. Und ich finde das großartig. Also hier kann man jedes Detail stundenlang betrachten. Deswegen nehme ich das mit. Okay. Hey, danke. Danke auch. Danke auch euch fürs Zuschauen. Wenn ihr noch mehr zum Thema wissen wollt, hier gibt es die Sternstunde Philosophie zum Thema Hässlichkeit mit Moshtari Hilal und mit Elisabeth Lechner. Und noch eine Folge Bleisch und Bossart zum Thema Schönheit.